Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar, wie eine Vermögensverwaltung automatisch handeln. Natürlich mit David Varney von AlgoCamp. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie natürlich auch ganz herzlich im Namen von FX Flat heute Abend pünktlich um 18 Uhr zum Webinar begrüßen. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie ich, was der David uns heute mitgebracht hat. Und deshalb will ich gar nicht viel Zeit vergeuden und direkt zum Risikohinweis springen. Denn das ganze Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, das Ganze ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung, egal was der David gleich zeigen könnte. Am Ende müssen Sie tatsächlich immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig von unserer Seite zu sagen. Und das war's von meiner Seite auch schon. David, wenn du bereit bist, würde ich dir den Bildschirm geben. Liebend gerne. Dann machen wir das doch. So, und zack, da hast du, wenn irgendwas sein sollte, ich bin im Hintergrund, ansonsten, du bist ja mittlerweile Vollprofi. Na klar. Ja, super, alles vielen klar. Dank für deine tolle Einweisung natürlich und von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Wir haben heute wieder die Ehre, die nächsten 60 Minuten miteinander verbringen zu dürfen. Natürlich, wie sollte es sonst auch sein, mit unserer Leidenschaft, dem automatischen Börsenhandel. Und genau das ist heute natürlich unser Thema. Wir wollen uns heute nicht damit beschäftigen, wie wir manuell vor dem Chart sitzen und Trades finden, sondern wir wollen uns heute mal genauer ansehen, wie wir ähnlich wie eine Vermögensverwaltung oder, wenn ich ehrlich bin, eigentlich noch besser als eine typische Vermögensverwaltung agieren können. Ja, mein Name ist David Varney. Die ein oder anderen, wenn ich mir so die Teilnehmerliste ansehe, kennen mich vielleicht schon von dem ein oder anderen Webinar. Gerade mit der FXPlat machen wir aktuell monatlich ein Webinar. Und ja, Seminare, Webinare des Traders Mac. Irgendwo wird mich der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Die meisten kennen mich wohl von AlgoCamp, der Firma, mit der wir das Ganze aufziehen. Und ja, ich habe mir das Thema vor Jahren schon zur Leidenschaft gemacht. Nur kurz vorweg, weil sich wahrscheinlich die ein oder anderen fragen, wieso möchte mir gerade eher was von dem Thema mir erzählen, Algo-Trading. Ich selbst habe eigentlich nur mein Leben lang in einer Firma gearbeitet, zwar in einer Vermögensverwaltung hier in Berlin, die auch das gemacht haben, worüber wir heute halt reden, und zwar dem automatischen Börsenhandel. Das heißt, da saßen keine manuellen Trader, die sich irgendwie die Charts angesehen haben und irgendwie was überlegt haben, sondern wir haben damals schon ausschließlich automatisch gehandelt. Da war ich 8,5 Jahre angestellt und habe dann gesagt, gut, vielen Dank, tschüss, das war es jetzt von meiner Seite aus und habe dann die AlgoCamp GmbH hier in Berlin gegründet und ja, das Thema begleitet mich quasi, seitdem ich 15 bin. Früher hat mich eigentlich so ein bisschen eher die IT oder die Programmierung interessiert, aber ich glaube, Sie können es sich vorstellen, wenn Sie gerade im jungen Alter vor Monitoren sitzen und einer Vermögensverwaltung sehen, wie Programme automatisch Geld verdienen, dann ist der Fokus da ganz, ganz schnell weg vom Thema Programmierung hin zum Börsenhandel eigentlich. Damals noch gar nicht verstanden, was da überhaupt läuft. Es war einfach interessant. Und gut, das sind jetzt inzwischen auch schon 15 Jahre her. Und heute habe ich ein bisschen was gelernt in der Zeit. Und das gebündelte Wissen quasi haben wir zum Beispiel in einen unserer Produkte in die Robosignale gepackt, natürlich heute nicht nur über dieses Produkt zu reden, sondern allgemein so ein bisschen Ihnen was mitgeben zu können, wie Sie auch ähnlich agieren können wie eine Vermögensverwaltung. Wollen wir uns das heute mal genauer ansehen. Titel lautet ja, wie in einer Vermögensverwaltung automatisch handeln, in Klammern Robosignale. Robosignale wird heute immer so das Beispiel sein. Für alle, die das noch nicht kennen, wir mit der AlgoCamp GmbH sind ja Partner von FXBet. Wir haben zum Beispiel hier oben auf unserer Webseite unter Robosignale ist quasi das Produkt, worüber wir heute reden. Nur vorweg, wer sich das anschauen möchte, kann gerne auf unsere Seite gehen. Aber wir gucken heute mal ein bisschen genauer ins Detail. Wir schauen mal hinter die Kulissen, wie das eigentlich funktioniert. Das heißt, auch wenn Sie heute sagen, Sie haben gar kein Interesse an das Produkt an sich, sondern möchten einfach das Wissen mitnehmen, wie ähnlich wir es aufgebaut haben, dann werden Sie heute hier auch glücklich, weil das Wissen aus dem Nähkästchen, sage ich mal, kann auch für Sie interessant sein, wenn Sie automatisch an der Börse handeln möchten, mit mehreren Systemen, egal ob Sie die irgendwo gekauft, gefunden oder selbst programmiert haben. Das Grundprinzip dahinter ist eigentlich das Wertvolle. Da machen wir heute hier eigentlich auch gar kein großes Geheimnis draus.
Das schauen wir mal ein bisschen weiter ins Detail rein. So, was ich mal gerne mal in Webinaren habe, ist das digitale Whiteboard. Ich bin kein Fan davon, schöne Folien vorzubereiten, die ich dann vorlese. Ich nenne es immer das betreute Vorlesen. Das macht mir persönlich nicht so Spaß als Zuschauer und auch nicht als Referent. Von daher habe ich keine Folien präsentiert, die ich heute schön durchklicke mit schönen Animationen, sondern das, was ich rede oder erzähle, das visualisiere ich einfach mit dem digitalen Whiteboard. Da können wir auch spontan in irgendwelche Fragen reinkommen. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe die Fragebox immer nebenbei auf und jede Frage kommt heute ran, wenn es gerade passt, kommt ihr zwischendurch ran. Ansonsten haben wir hier immer am Ende des Webinars noch ein paar Minuten, um alle Fragen zu klären. Und wenn dann immer noch irgendwas offen ist, dann sind wir natürlich auch nicht aus der Welt. Wir von AgoCamp oder unser Partner F-Expert ist dann natürlich auch noch da, um Rede und Antwort zu stehen, je nachdem, was für eine Frage aufkommt. Gut. Wie agiert eine Vermögensverwaltung? Nehmen wir es mal aus Trading-Sicht. Wie agieren die meisten privaten Trader? Und dazu zählen wir wahrscheinlich alle, wenn wir manuell traden möchten. Wir haben eine Strategie, die verfolgen wir, die wechseln wir vielleicht. Okay, nicht unser Thema. Wie agieren wir, wenn wir automatisch handeln? Dann haben wir in der Regel immer, ja, von mir aus hier unser MetaTrader-Konto. Das ist unser MetaTrader. Und dann packen wir ein EA, also das ist die Abkürzung für Export Advisor, automatisches Handelssystem. Das ist unser eigenes System, was auf dem Konto läuft. Und wenn wir das machen, dann sind wir da schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Also ich würde sagen, wir sind überdurchschnittlich, was unsere Geldanlage angeht. Die wenigsten in Deutschland traden wirklich aktiv und noch viel weniger nutzen automatische Handelssysteme, um damit zu agieren. Von daher will ich gar nicht sagen, dass, wenn wir nur ein System aktiv haben, dass wir schlecht aufgestellt sind, das nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, heute ist ja das Thema, wie agieren wir wie eine Vermögensverwaltung, und deswegen schauen wir mal ein paar Schritte weiter. Und ich persönlich sehe das immer so als die Formel 1 vom automatischen Börsenhandel. Ein Level drüber gibt es quasi nicht. Das ist, wenn wir es so sehen, quasi das Level durchgespielt. Ich habe natürlich auch Kontakt mit vielen Vermögensverwaltungen, die das auch betreiben, die auch automatische Handelssysteme betreiben. Und ich kann Ihnen auf jeden Fall versichern, dass, so wie wir es heute mal durchlaufen, so wie Sie es alle nachmachen können, ist schon 10 Schritte weiter, als die meisten da draußen machen. Das ist wirklich, da müssen wir nicht denken, wir sind der kleine Privatanleger, der relativ im verhältnismäßig wenig Kapital hat, der doch nichts bewegen kann, der keine Chance hat am Markt, überhaupt nicht. Das kann ich Ihnen wirklich versichern. Die Großen kochen auch nur mit Wasser und ich würde sogar eher sagen, mit, ja, kalkigem, altem Wasser. Okay, also das ist so der typische Trader, der automatisch handelt, ein System. Perfekt, super, wir haben aber Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, dass wir relativ wenig investieren müssen in unser automatisches Handelssystem. Also wir haben hier ein System, das kaufen wir, programmieren wir, lassen programmieren oder wie auch immer. Vielleicht haben wir es auch gemietet. Völlig egal, woher wir es haben. Dann haben wir natürlich das Problem, dass wir abhängig sind von der Performance. Problem, wir müssen halt mit klarkommen. Wir haben dann eine Performance von einem System, also ein Handelssystem, basiert, handelt in der Regel ein Asset, nehmen wir jetzt von mir aus den geliebten DAX, hat Stagnationsphasen, hat Drawdown-Phasen. Und die typische Performance-Kurve ist dann von mir aus, wir haben eine Stagnation, wir haben eine Drawdown-Phase, Stagnation, Drawdown. Natürlich, unterm Schnitt ist das System profitabel, sonst würden wir es wahrscheinlich nicht so lange laufen lassen. Aber wir haben halt Phasen, die wehtun. Das sind diese Phasen. Das sind diese Phasen, gerade die Drawdown-Phasen. Wenn wir uns so die Performance-Kurve ansehen, dann nehme ich einfach mal ein realistisches Beispiel von uns. Wir haben ja auch einzelne Handelssysteme im Portfolio. Nehmen wir zum Beispiel hier die Performance von Moneymaker. Das ist ein Handelssystem, was in Euro-Dollar handelt. Wir sehen die Performance-Kurve und würden wahrscheinlich sofort denken, wow, super, geht der nur nach oben, nehme ich einfach mit. Wir vergessen dabei ganz oft die Details, die eigentlich dargestellt werden, aber beim Raufgucken tun die nicht so weh wie in dem Moment. Nimm mir einfach mal hier den Abfall ein von 2019 zu 2020.
Da würden wir im Nachhinein denken, okay, gar kein Problem, ist im Prinzip auch kein Problem. Aber stellen wir uns auch mal vor, wir haben denn ein Jahr wie 2020, wo wir dieses Jahr mit 44% Verlust schließen. Ist eine große Zahl. Wir können das natürlich vom Volumen her ganz gut steuern. Die Jahre davor plus 24, plus 41, plus 56 sind natürlich alles schöne Jahre. Und wenn wir solche großen Renditen haben, gehören auch große Verluste dazu. Und ich sage immer, das Verhältnis muss stimmen. Also hätten wir davor durchschnittlich im Jahr immer 2% plus und dann einen Verlust von 44%, wäre das Verhältnis natürlich kaputt. Hm? Das wäre nicht gesund. Wir wollen keine 20 Jahre das System laufen lassen, um wieder in die Gewinnzone zu kommen. Gut, aber wir wollen gar nicht so sehr auf dieses System hier aus eingehen. Das soll gar nicht Thema sein, sondern was ich Ihnen vielmehr zeigen möchte, ist, dass solche Phasen wehtun, wenn man sie wirklich durchlebt. Stellen wir uns 2020 vor, 4% im Januar, wir sind froh, 3%, 19%. Wahrscheinlich würden wir genau in diesem Moment unser Konto wieder erneut kapitalisieren, wir würden mehr Geld draufschieben, wir würden das Volumen anheben und dann geht's los. Minus 2, minus 7, minus 5, minus 22. Und dann tut es schon ein bisschen weh, weil wir wahrscheinlich die Verlustphase mit mehr Volumen mitgenommen haben, weil wir im März die Gier unser Gehirn schon gefressen hat und wir alles über Bord geworfen haben, was wir gelernt haben über Risiko und Money Management und das Volumen angehoben haben. Und wenn wir das 12 Jahre durchmachen, tut weh. Es tut weh und es ist sehr schwer, am Ball zu bleiben. Wie gehen wir das Problem aus dem Weg? Was wollen wir eigentlich, was wollen wir wirklich machen, wenn wir das Ganze professionell angehen? Wollen wir, wie soll ich sagen, wollen wir schlaflose Nächte haben? Also wollen wir heute 10% gewinnen, übermorgen 12% verlieren, dann wieder 20% gewinnen? Macht Spaß für einen gewissen Zeitraum, aber so wirklich ruhig schlafen können wir dabei nicht. Das ist eher schlecht für den Blutdruck, würde ich sagen. Also wir wollen eigentlich eine Glättung im Portfolio haben. Das heißt, wir wollen nicht mehr diese Performance-Kurve, wo wir heute oder eine gewisse Zeit extrem gut performen, dann eine Zeit nicht so gut performen, dann einen Verlust haben. Also wir wollen nicht dieses Hin und Her, sondern wollen möglichst eine Glättung haben. Wie sieht die Glättung aus? Das ist natürlich immer gezeichnet, da ist mal alles wie im Bilderbuch. Wir wollen dann eine Glättung haben, die dann über einen Zeitraum vielleicht so läuft. Das heißt, wir nehmen alles ein bisschen raus. Wir nehmen die Schwankung raus, wir nehmen aber auch das Potenzial ein bisschen raus. Klingt komisch, aber kommen wir gleich drauf zu. Wir wollen ja von mir aus jeden Monat unsere 0,5% machen. Wir wollen im Jahr unsere 6% machen und das möglichst geglättet. Wir wollen nicht heute 40, morgen minus 40 und so weiter haben. Also diese starken Schwankungen wollen wir rausnehmen. Dieser Portfolio oder diese Performance bekommen wir halt nur hin, indem wir uns ein Portfolio aufbauen. Das heißt, wir brauchen mehrere Handelssysteme, die unterschiedliche Assets handeln, also nicht nur den DAX, sondern zum Beispiel den Euro-Dollar, die Apple-Aktie, den britischen Pfund gegen türkische Lira, was auch immer. Also möglichst breit aufgestellt. Und die einzelnen Handelssysteme sollten auch unterschiedliche Strategien verfolgen. Also es würde zum Beispiel nichts bringen, wenn wir 5 Systeme haben, die aber alle auf Trends aus sind. Wenn der Markt gerade sich in einer Range befindet oder einfach gerade ein Sommerloch ist oder einfach nicht die Volatilität da ist, dann würde es uns nichts bringen, wenn wir 5 Systeme haben, die auf Trends aus und dann immer wieder in den Stop-Loss rennen. Dann würde das Ganze hier nur verstärkt werden. Ich zeichne das auch mal nochmal ein. Dann hätten wir also die guten Phasen wären noch besser und die schlechten Phasen wären noch schlechter. Also wir hätten noch mehr Volatilität in unserem Konto. Wollen wir ja nicht. Wir wollen ein bisschen Ruhe reinbringen, um vielleicht auch so ein bisschen mit dem Geld zu planen. Mit solchen Renditen können wir schwer planen. Also wir können diese Einnahmen nicht wirklich irgendwie in unsere, wir können ja nicht wirklich einen Durchschnitt finden, indem wir unsere Einnahmen mit einplanen, um unsere Ausgaben zu planen in unserem privaten Leben. Das geht ja schwer. Das können wir mit der geglätteten Kurve schon eher machen. Natürlich haben wir da keine Garantie. Das sage ich mal ganz wichtig. Ist immer ganz wichtig und sage ich immer gerne dazu. Wir haben da natürlich nicht die Garantie. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das von heute auf morgen komplett wegbricht,
ist bei einem Portfolio geringer, als wenn wir nur ein System am Laufen haben. Dann nehme ich mal gerne das Beispiel aus der Geschäftswelt. Also machen wir einen kurzen Ausflug in in die gelebte Immobilienwelt. Wir können natürlich eine Immobilie vermieten. Also eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin, Berlin-Mitte wird vermietet und das ist unser Immobiliengeschäft. Das würde ich aber noch nicht als professionellen Investor bezeichnen, denn was kann passieren? Da kann viel passieren. Wir haben vielleicht unsere Netto, unsere Kaltmiete, die quasi fast unser Gewinn monatlich ist, von 500 Euro. Die können wir gerne mit einplanen. Von mir aus wird damit unser Auto monatlich finanziert. Aber wenn, was ist mit der Wohnung? Wenn wir dann Wasserschaden haben, die Miete um 100% gesenkt wird, wenn wir Mietnomaden haben, wenn irgendwelche Schäden da sind oder der Mieter einfach nicht zahlen kann, wahrscheinlich gerade zur Corona-Zeit nicht selten passiert am Anfang, dann haben wir das Gleiche wie hier im Portfolio. Wir haben entweder läuft super, super, super oder es kommt gar nichts rein und wir haben monatlich einen kompletten Ausfall und gar keine Einnahmen aus der Immobilienbranche. Was würden wir da machen oder was würde der professionellere Investor machen? Der würde sich nicht nur auf eine Immobilie verlassen, sondern er würde mehrere kaufen. Große, kleine, in verschiedenen Städten, privat, gewerblich, Luxussegment, einfache Wohnungen, von mir aus auch möblierte Wohnungen, damit, wenn mal eine Wohnung ausfällt oder von mir aus auch zwei, drei Wohnungen ausfallen durch Mietnomaden, Schäden oder was auch immer, dass seine Einnahmen nicht komplett wegbrechen. Also er wird es natürlich merken, da wird ein bisschen weniger reinkommen, aber wenn jetzt zwei Wohnungen von 20 Wohnungen ausfallen, was die Einnahmen betrifft, dann tut es ihm nicht wirklich weh. Also dann läuft das Ganze, er wird wahrscheinlich nicht mit jedem Euro kalkuliert haben und den sofort ausgeben, sondern es kommt ein bisschen weniger rein, aber die anderen 18 Wohnungen bringen das Geld noch rein. Und dieses Konzept ist üblich. Das ist üblich, wenn man alles professionell angeht. Also mache ich einen Friseurladen auf, klar, mache ich den einen Friseurladen auf in meiner Straße oder ich mache eine Kette auf von mehreren in verschiedenen Städten und bin dann abgesichert. Auch beispielsweise Hochwasser, wenn wir dann genau in der Region einen Friseurladen haben und da keine Einnahmen auch die nächsten Monate mehr reinkommen, dann haben wir wenigstens noch andere Städte, wo die Läden auf sind. Und genau dieses Prinzip verfolgen wir oder sollten wir verfolgen, wenn wir den automatischen Börsenhandel professionell angehen. Ein Portfolio aufbauen, so wie wir es zum Beispiel auch mit den Robosignalen gemacht haben. Das bedeutet, wir haben hier nicht mal diesen einen EA, sondern wir haben, das ist jetzt EA 1, wir haben EA 2, 3, 4. Es gibt da nicht die Zahl, was wir nehmen sollten. Klar, je mehr, desto besser, aber wir müssen das Ganze auch finanzieren. Also wir brauchen erstens genug Kapital für jeden einzelnen EA. Jeder benötigt ja Geld, um zu handeln für die Margin. Und jeder EA kostet natürlich, ob wir ihn jetzt kaufen oder programmieren lassen, entweder kostet es Zeit oder Kapital, um den programmieren zu lassen, zum Beispiel, wenn wir einfach nicht programmieren möchten. So, dann haben wir ein EA DAX, British Pfund, Euro-Dollar und Gold. So, ist immer die Frage, mit wie vielen EAs sollte man anfangen? Ich sag mal, zwei sind besser als nur einer. Also wir müssen nicht von heute auf morgen mit 10 Systemen anfangen. Wir können auch sagen, wir haben halt einfach nur begrenztes Kapital, haben zum Beispiel 10.000 Euro auf dem Trading-Konto, investieren dann von mir aus 1.000-2.000 Euro in zwei Systeme und haben dann schon mal ein kleines Portfolio. Das können wir natürlich auch immer erweitern. Wir können also auch sagen, die zwei Systeme laufen gut, irgendwann erweitern wir es um ein drittes, um ein viertes. Wir können also die Gewinne, die eingefahren werden, auch reinvestieren. Und wenn jetzt ein System wegbricht, nehmen wir einfach mal an, das zweite System ist das Euro-Dollar-System. Das läuft von der Performance einfach nicht mal so gut, stagniert und von mir aus erreicht es auch den maximalen Drawdown. Das heißt, wir haben das System getestet über 10 Jahre lang und festgestellt, dass das System in den letzten 10 Jahren maximal einen Drawdown von 20% hatte. Und jetzt sind wir bei 20, 21, 22, es wird immer mehr. Ist mal so ein guter Anzeichen, ja, ein guter erster Punkt, wo wir sagen, hier funktioniert was nicht oder das System funktioniert vielleicht nicht mehr. Ganz klar, kein System funktioniert ein Leben lang. Also das längste System, was ich persönlich gesehen habe, was ohne Änderung funktioniert hat, waren 12 Jahre.
das ist schon außergewöhnlich, dass ein System ohne eine kleinste Anpassung 12 Jahre profitabel am Markt arbeiten kann. So, das heißt, wir haben ja das System, was langsam nicht mehr funktioniert, und wir sagen, okay, der Punkt ist erreicht, wir streichen das System aus dem Portfolio raus. So, hätten wir nur ein System und das wäre dieses eine System, hätten wir plötzlich keine Einnahmen mehr. Aber hier im Portfolio ist das gar nicht weiter schlimm, weil wir haben noch 3 andere Systeme, die agieren. Und jetzt können wir natürlich zusehen und sagen, wir suchen wieder ein neues System, was wir hinzufügen, oder aber wir belassen es einfach bei den 3 Systemen. Und wenn wir dann auf die grüne Portfolio-Kurve gucken, dann ist sie von mir aus nicht mehr ganz so hoch, weil ein System weggefallen ist, aber das wird dann sehr wahrscheinlich nah dran sein. Vielleicht haben wir wieder ein bisschen mehr Volatilität, weil was nicht ausgeglichen wird, aber es tut nicht groß weh, wie wenn das komplette System nicht mehr da wäre. Das ist die Art und Weise, wie wir das ganze Thema professionell angehen. Und was wir nicht machen dürfen, das ist ein Fehler, der gerne begonnen wird am Anfang, ist wild Systeme zusammenzusuchen. Ich weiß, das Internet ist voll von Systemen. Wir finden gefühlt jeden Indikator in 100 verschiedenen Varianten. Wir finden den Supertrend-Indikator in 20 Farben von mir aus mit Smileys, mit Geräuschen. Es gibt unendlich viele Variationen. Und auch bei den automatischen Handelssystemen gibt es unendlich viele kostenlose, kostenpflichtige. Was wir nicht machen dürfen, ist ranzugehen und sagen, wir nehmen einfach wild 2 Systeme oder 3 Systeme, die sind gerade im Angebot, die schnappen wir uns, die kaufen wir und packen die einfach zusammen. Beim Portfolioaufbau müssen wir darauf achten, dass die Korrelation zwischen den einzelnen Systemen möglichst gering ist. Also es bringt uns nichts, wenn wir System 1 hat jetzt diese Performance-Kurve, System 2 hat diese Performance-Kurve und System 3 hat von mir aus, Sie ahnen es schon, eine ähnliche Performance-Kurve. So. Weil, wie würde hier die Portfolio-Kurve aussehen? Also, ich nenne es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich würde sie einfach extrem gute Phasen haben, extrem schlechte, extrem gute, extrem schlechte, gute, schlechte, gute. Natürlich kann man sagen, ich bin da abgehärtet. Es ist mir völlig egal, wo wir temporär stehen. Für mich zählt nur Anfang und Ende und das stimmt prinzipiell richtig. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir uns dann den Aufwand ersparen könnten. Also wir brauchen dann kein Geld in 3 Systeme investieren. Es würde auch reichen, wenn wir einfach nur ein System hiervon nehmen und da das dreifache Volumen handeln. Also ob 3 Systeme jeweils ein Lot handeln oder ob ein System 3 Lots handeln, macht hier keinen Unterschied. Und für alle, die jetzt sagen, die auch der ähnlichen Meinung sind und sagen, es zählt nur Anfang und Ende, erfahrungsgemäß, und das kann ich jetzt gerade in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden sagen, was wir inzwischen schon 5 Jahre machen, ist, dass das nicht wirklich so ist. Also kurz gesagt, man kann Tradern ein profitables System an die Hand geben, was auch nach dem Kauf oder nach der Anmietung nachweislich profitabel war. Und dennoch schaffen es sehr, sehr viele, damit Geld zu verlieren. Hat es einfach eine Einstellungssache. Es ist eine Einstellungssache, hat was mit Gier, Emotionen zu tun. Weil, wir hatten das vorhin auch schon angerissen, dann dieses eine System von mir aus hier erworben wird. Es läuft super und es läuft schlecht. Und dann geht's los. Funktioniert nicht. Ich wurde betrogen. Was habt ihr für Mist verkauft? Oh, mal ein Gewinn. Ich höre auf. So, das ist das, was nicht selten vorkommt. Tatsächlich ist schwer vorzustellen manchmal, aber ich kann das voll nachvollziehen, weil ich unsere Kunden kenne. Es macht doch was aus. Es zählt nicht nur Anfang und Ende, sondern der Weg dahin macht viel aus. Es gibt wenige Trader, die wirklich sagen, die das hier starten und dann irgendwann nach Monaten mal raufgucken, weil es sie einfach nicht interessiert und die auch die Einstellung haben, dass das keine Sache ist, wo ich jeden Monat raufgucke, sondern einmal im Quartal raufgucke. Das ist prinzipiell richtig. Ne? Wir sollten natürlich zwischendurch raufgucken, ob die Technik funktioniert. Wäre ärgerlich, wenn ich jetzt hier starte und 3 Tage danach loggt sich mein Trading-Konto aus, weil der MetaTrader sich geupdatet hat. Da sollte man schon noch raufgucken. Aber wir dürfen das Ganze
nicht als kurzen Weg sehen, sondern es ist ein relativ langer Weg, den wir gehen. Und das Ganze funktioniert immer mittel- oder langfristig. Kurzfristig ist es einfach eine Glückssache. Also ein anderes Beispiel, jemand kauft sich das System hier. Der wird hier glücklich sein, immer glücklicher, 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 glücklicher. Und hier ist er der glücklichste Trader überhaupt und denkt sich, super, alles richtig gemacht. Den richtigen Partner gefunden, richtiges Handelssystem gekauft. Muss man aber ehrlich sagen, ist, wenn man das so kurzfristig betrachtet, immer einfach nur eine reine Glückssache. Also alle Trader, die dies hier gekauft haben, haben das gleiche System gekauft, aber Glück spielt hier einfach eine kleine Rolle dabei, wo wir anfangen. Obwohl es die gleichen Trades durchführt, obwohl es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Ganze auch wieder dreht. Deswegen, um den Sprung zurück wieder zu haben, es zählt nicht nur Anfang und Ende, sondern es zählt auch die Stufen dazwischen. Und deswegen bringt es uns nichts, wenn wir drei Systeme oder mehrere Systeme haben, die korrelieren, sondern sie sollten möglichst unterschiedlich sein. Was meine ich damit? Stellen wir eine neue Portfolio-Grafik. Wir haben System 1. So wie die Kurse halt im Bilderbuch so verlaufen. Wie sollte jetzt das zweite System sein? Wir wollen ja die Spikes, die Ausbrüche, die Extrempunkte ein bisschen rausnehmen. Wir wollen ja Glättung haben. Das zweite System würde im Idealfall in der Phase, wo wir hier links eine starke Gewinnphase haben, wäre natürlich schön, wenn es auch Gewinne macht, aber es muss es nicht. Es reicht, wenn das System in dem Zeitraum von mir aus auch auf der Stelle tritt. Das ist völlig in Ordnung. Kleiner Gewinn, kleiner Verlust, völlig egal. Es kann auch negativ sein, es darf nur nicht größer sein als der Gewinn vom anderen System. Dann kommt das erste System in eine Verlustphase. Genau hier sollte das zweite System anspringen und die Gewinne einfahren. Es muss nicht ein Spike nach oben sein, aber es sollte einfach Gewinne ein bisschen einfahren. Es muss auch nicht haargenau sein, also es muss nicht genau hier wieder anfangen, Verluste zu machen, sondern es kann auch gerne Mitgewinne machen und kann auch dann hier von mir aus wieder stagnieren. Das andere System kommt in der Drawdown-Phase. Das zweite System springt nach oben und hat jetzt seine Phase und seinen Lauf von mir aus bis hier drüben. Das andere System geht in eine Verlustphase. Idealerweise haben wir jetzt die Gewinnphase, muss auch nicht sein. Es reicht auch, wenn das System stagniert. Das kann auch ein bisschen mit Verluste machen. Wir dürfen nicht vergessen, hier sind wir quasi im Bilderbuch unterwegs. Hier ist das so, wie wir es uns gerne vorstellen. Das ist wie Theorieprüfung in der Praxis, fahren die anderen doch über Rot und gucken nicht, ob wir Vorfahrt haben. Deswegen dürfen wir das hier mal nicht so genau nehmen, wenn wir genau diese Punkte hier gleich zeichnen. Es ist immer schwierig, die Realität abzubilden. Aber darum geht es im Prinzip. Wir wollen die Systeme ausgleichen. Wir haben jetzt hier die Gewinnphase wieder. Von mir aus machen wir auch eine kleine Verlustphase. So. Und das sollte mit allen Systemen so sein. Wie wäre jetzt von den beiden die Portfoliokurve in etwa? Da nageln Sie mich bitte auch nicht fest, ob das jetzt auf den Millimeter genau stimmt. Wir haben halt hier nicht mehr den großen Anstieg, weil wir hier vielleicht eine kleine Stagnation haben, sondern wir haben halt eine kleine Glättung. Wir haben immer noch die Spikes. Ja, es läuft ein bisschen kleiner. Hier haben wir einen extremen Move, weil beide Systeme Gewinn machen. Dann haben wir einen Verfall. Das andere System stagniert ein bisschen. Es geht leicht nach unten. Dann geht es hier wieder hoch, das andere System runter. So, das ist schon mal etwas geglättet als das davor. Und das ist das Ziel. Gerade die Frage noch bekommen ist auch, ob es auch eine Aufzeichnung gibt, für die zu spät da sind. Ja klar, gar kein Problem. Das gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche oder diese Woche noch bei YouTube, für alle, die den Anfang verpasst haben. Sehr wahrscheinlich diese Woche noch. Ja, wusste ich doch. Wenn du da bist, dann geht das immer schnell. So sieht's aus. So, und das ist das Ziel, was wir eigentlich erreichen wollen. Deswegen bringt es nichts, wenn wir einfach nur Systeme zusammenwürfeln und irgendwie was zusammenbauen, um zu sagen, ich habe jetzt 5 Systeme, die handeln alle das Gleiche. Das nicht. Deswegen müssen wir eigentlich jedes einzelne System genau testen, analysieren, um das Portfolio aufzubauen. Das ist meiner Meinung nach die professionellste Art, wie wir das Ganze angehen können. Und deswegen will ich keiner vorab schrecken, wer heute noch gar nicht automatisch handelt, wer noch gar keinen Export Advisor nutzt, wer alles noch manuell macht, die will ich gar nicht davor abschrecken und den Einstieg so schwer machen. Ein System ist besser als gar kein System, aber ich will Ihnen ja heute zeigen, wie wir quasi in die Formel 1 einsteigen und die ersten drei Plätze belegen können damit.
So, jetzt ist die Frage, wie läuft das eigentlich technisch ab? Also wieso handeln wir automatisch? Klar, wir wollen Geld verdienen, aber wir wollen natürlich auch relativ wenig Zeit investieren in das Ganze. Mache ich eine neue Seite auf. Wie können wir uns das vorstellen im Alltag? Also wie sieht der Alltag aus als Portfolio-Algo-Trader? Wir haben natürlich oben das eine Konto. Ich kürze es ab mit dem MT, mit dem MetaTrader, ob 4 oder 5, völlig egal. Haben unsere Systeme, 2, 3. Die drei Systeme handeln alle auf dem gleichen Konto. Ne? Also wir benötigen nicht für jedes einzelne System ein eigenes Konto. Kann man machen, muss man aber nicht. Der einzige Vorteil so wirklich liegt eigentlich nur darin, dass wir die Auswertung etwas einfacher fahren können, wenn wir wissen wollen, wie gut war System 1, wie gut war System 2 und wie gut war System 3. Das ist der einzige Grund, wo ich immer sage, wenn das wichtig ist und man sich die Zeit ein bisschen sparen möchte, dann auf getrennten Konten. Ansonsten hat es eher den Vorteil, alles auf einem Konto laufen zu lassen, weil wir dann mit der Margin auch besser agieren können. Also wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, dann würden wir auch darauf achten, zu welchen Zeiten die Systeme investiert sind. Also ich habe hier oben auf unserem Konto 10.000 Euro und möchte zum Beispiel mit dem ersten System große Position fahren, aber ich habe einen kleinen Stop-Loss, einen kleinen Take-Profit, sprich ich scalpe quasi mit großem Volumen, dann benötige ich vielleicht zu meinem, nehmen wir einfach eine DAX-Opening-Range-Strategie, ich trade immer am Morgen die Ausbrüche aus dem DAX mit großem Volumen, dann bräuchte ich halt wahrscheinlich morgens um 9 bis 11 Uhr viel Margin. Und dann gucke ich, wann handeln die anderen Systeme. Ja, System 2 und 3 handeln zum Beispiel nur die US-Session. Scalpen nicht, das heißt, sie brauchen nicht so viel Volumen, weil der Take-Profit und Stop-Loss ein bisschen größer ist. Also hätte ich hier das Kapital optimal genutzt. Morgens mit System 1 und nachmittags mit System 2 und 3. So, die Forex oder fast alle Märkte inzwischen haben ja eigentlich auch rund um die Uhr auf. Das heißt, wo läuft das Ganze? Natürlich können wir unseren Computer zu Hause anlassen. Empfehle ich nicht. Ich würde hier auch an der Stelle nicht sparen, sondern ich würde das Ganze immer auf einem Trading-Server laufen lassen. Kurzer Ausflug für alle, die nicht wissen, was ein Trading-Server ist. Das ist im Grunde genommen ein ganz normaler Computer, der in einem Rechenzentrum steht. Also der steht nicht bei uns zu Hause, sondern der ist angemietet, steht in einem Rechenzentrum und der ist speziell darauf ausgelegt, dass er rund um die Uhr an ist. Sprich von morgens bis abends, ohne Neustarts, ohne Updates, ohne Stromausfall. Wie bekommt man es dahin? Da ist quasi alles redundant vorhanden. Das heißt bei Stromversorgungen, ein eigener Dieselgenerator, da ist der Sauerstoff im Raum so gering, dass es relativ schwer brennen kann. Also viele Vorrichtungen, die wir zu Hause einfach nicht erfüllen können. Zu Hause haben wir einfach mal die DSL-Zwangstrennung, bekommen die wenigsten mit, aber einmal am Tag trennt sich ganz kurz die Internetverbindung, meist morgens 2, 3 Uhr, bekommen wir nicht mit, ist auch kein großer Ausfall, aber der Router startet quasi einmal neu. Und das würde der MetaTrader aber merken. Der MetaTrader bekommt dann zum Beispiel für 2, 3 Minuten keine Kurse und könnte dann in dem Falle eines Falles in dem Moment nicht handeln, wenn dann ein Signal kommt. So. Ansonsten, wir kennen es alle, wir installieren irgendwas, wir müssen neu starten, Windows-Updates. Es gibt einfach so viele Probleme zu Hause, wo ich immer empfehle, und da würde ich lieber die 19, 20 Euro im Monat investieren und einen Server anmieten, wo das Ganze drauf läuft. Wir müssen da nicht mehr hinfahren, sondern wir können uns von zu Hause, vom Handy, Tablet, egal von welchem Gerät aus immer drauf verbinden und das Ganze steuern. Das heißt, wenn wir gerade auf Arbeit sind und wir sehen, oh, die Märkte rauchen gerade ab, wir möchten die ganzen Systeme stoppen, dann können wir uns einfach drauf verbinden. Wir müssen nichts installieren, verbinden uns mit dem Server, können das Ganze kontrollieren, neu starten, stoppen, starten, wie auch immer. Deswegen, wir haben zu Hause nicht den Stress, den Computer immer anzulassen. Wo gerade heute auch viele oder relativ viele immer weiter weggehen vom Stand-PC hin zum Notebook, wo es wahrscheinlich immer ein bisschen lauter wird mit der Lüftung oder zum Teil nur noch am Tablet unterwegs sind. Deswegen Trading-Server für alle, die das wirklich angehen möchten, ein bisschen professioneller angehen möchten, empfehle ich immer, das darauf laufen zu lassen. Das heißt, das hier ist quasi unser Server, das hier ist unser Server, da läuft der MetaTrader, da laufen die Handelssysteme. Ich könnte jetzt den PC ausmachen,
gehe nach Hause, genieße den Feierabend, mache Urlaub und das Ganze läuft einfach noch weiter. So. Was müssen wir dann noch machen? Eigentlich gar nichts, das war's. Der MetaTrader und alle, die von Ihnen den nutzen, wissen, wie stabil er ist. Der MetaTrader, gerade die 4er-Version, ist ziemlich in die Jahre gekommen, muss man schon sagen. Gefühlt älter als ich, aber extrem stabil. Auch der MetaTrader 5, gerade an der Anfangszeit, konnte man ihn einfach nicht nutzen, weil das einfach instabil ohne Ende war. Aber auch heute ist der MetaTrader 5 extrem stabil. Wir müssen uns vorstellen, die Systeme sind jahrelang am Markt. Da wurden schon Millionen von Orders durchgejagt. Ich glaube, fast jeder gravierende Fehler, der sich da versteckt, wurde irgendwo schon mal gefunden und behoben. Es gibt hier und da immer mal Problemchen, aber ich kann aus eigener Erfahrung zum Beispiel sagen, wir haben vieles Trading-Server für unsere Kunden bereitgestellt, die zum Teil über 350 Tage schon an sind ohne einen Neustart. Und auch der MetaTrader läuft einfach durch. Also der MetaTrader ist, muss man sagen, egal ob 4 oder 5, heute sehr, sehr stabil entwickelt worden. Da gibt es andere Softwares da draußen, mit denen wir traden können, wo ich wirklich sagen muss, da würde ich maximal 24 Stunden nicht raufgucken, aber dann hätte ich schon Angst, dass irgendwo was nicht stimmt, dass irgendwas langsamer wird, eine Verbindung getrennt wird oder irgendwelche Fehler plötzlich hochkommen. Das haben wir bei MetaTrader 4 und 5 einfach nicht. Muss man sagen, eine Top-Software, die wir hier als FXBit-Kunde auch kostenlos an die Hand bekommen. So, jetzt machen wir mal einen Ausflug in, ja, noch weiter in die Praxis, wie wir es zum Beispiel geregelt haben. Ich denke mal, oder das interessiert mich immer am meisten in den Webinaren oder Vorträgen, einfach mal zu sehen, wie haben es andere gelöst. Dafür eine neue Folie. Wir nennen das Ganze ja Robosignale und das ist im Grunde genommen genau das, was wir jetzt erklärt haben. Wie kommen wir auf die Robosignale? Was steckt eigentlich dahinter? Wir haben es ein bisschen anders geregelt. Wir haben hier unser Referenzkonto. Ich nenne das einfach mal AC für Eurocamp. Das ist unser Referenzkonto. Und auf dem Referenzkonto laufen verschiedene Handelssysteme. Also wir haben da das Portfolio mit einem System, System 2, 3, 4 und 5. Aktuell sind es auch 5. So. Und die Systeme handeln alle auf dem Referenzkonto, also auf unser eigenem Konto. So. Was handeln wir jetzt zum Beispiel? Also das Portfolio ist nicht in Stein gemeißelt. Wir handeln aktuell den Euro-Dollar, Gold, Bund, DAX und genau, sollte nichts vergessen haben. Also von den Assets her schon relativ breit gestreut, auch von der Asset-Kategorien, Rohstoffe, Edelmetalle, Devisen, Indizes. Genau, das läuft alles auf einem Konto und wir haben das Ganze vom Volumen her auch angepasst. Das hatte ich, glaube ich, vorhin bei der Portfolio-Betrachtung noch vergessen. Das Volumen darf zum Beispiel auch nicht wild gewählt werden. Der Klassiker ist ja, wir gehen ein Trade ein und setzen das Volumen auf 0,1 Lot. Oder wir haben ein Handelssystem und sagen einfach 0,1 Lot, ein Kontrakt. Ist also der Klassiker. Würden wir das jetzt hier machen, würden wir jetzt die 5 Systeme am Start haben und jedes System würde das gleiche Volumen handeln, könnten wir uns den ganzen Aufwand eigentlich sparen. Wieso? In dem Portfolio darf es kein dominantes System geben. Also wir können 5 Systeme auf verschiedene Assets, verschiedene Strategien, verschiedene, was auch immer, voll diversifiziert unterwegs sein. Wenn es dann aber immer so ist, dass zum Beispiel das Scalping-System 0,1 Lots handelt, das wird ja kleine Gewinne und kleine Verluste machen. Und dann haben wir ein Swing-Trading-System. Wenn das gleiche Volumen handelt, das wird große Gewinne oder große Verluste machen. Das heißt, die Gesamtportfolio-Performance wird eigentlich nur durch dieses eine System, durch dieses eine Swing-Trading-System bestimmt, weil es mit seinem Volumen dominiert. Es sollte eher so sein, dass das Scalping-System, was kleine Gewinne und kleine Verluste einfährt, mehr Volumen fährt als das Scalping-System. Also Ziel ist quasi, dass der durchschnittliche Gewinn und der durchschnittliche Verlust von jedem System in etwa gleich ist. Nur dann können wir dafür sorgen, dass es nicht das eine dominante System gibt. Jetzt können wir uns den ganzen Spaß sparen, ballern einfach nur dieses eine Swing-Trading-System rein und das bestimmt die Performance. Bringt nichts. Deswegen haben wir es zum Beispiel hier bei den Robosignalen auch so gemacht. Wir haben ein Referenzkonto,
Und auf dem Referenzkonto laufen die Systeme immer auf Basis von 5.000 Euro. Das heißt, wir haben die ganzen Systeme durchgerechnet, geschaut, dass wir kein dominantes System haben, dass das mit dem maximalen Drawdown, den wir bisher erlebt haben, passt, dass es mit der Margin passt, auch mit dem, mit dem kleineren Hebel von 1:30 in den Hauptwährungspaaren, an dem wir uns das schon gewöhnt haben. Ich glaube, die meisten haben den guten alten Hebel von 400 schon wieder vergessen. Das alles ist mit berücksichtigt. Das müssen auch Sie berücksichtigen, wenn Sie Ihr eigenes Portfolio aufbauen, damit die Margin reicht, genug Geld da ist für den Drawdown und auch dann noch genug Geld ist für die Margin und so weiter. Und so haben wir es bei uns auch mit den Robosignalen gebaut. 5.000 Euro Referenzkonto. Das heißt, wenn Sie quasi die Referenz oder die Robosignale abonnieren, zeichnen wir einfach mal die Kundenkonten ein. Das hier ist quasi Kundenkonto 1, Kundenkonto 2. So. Sie müssen nicht die einzelnen Systeme installieren und sagen, System 1 handelt dieses Volumen, System 2 dieses Volumen, 3, 4, 5. Also Sie sparen sich schon mal den ganzen Aufwand. Wir haben es so geregelt, dass Sie quasi unser Referenzkonto kopieren. Also, ja, dass Sie das einfach auf Ihr Konto spiegeln. Das heißt, wenn System 2 bei uns einen DAX-Kontrakt kauft, dann wird es bei Ihnen kopiert, automatisch natürlich und auch angepasst an Ihr Konto. Das heißt, Kunde 1 hat 5.000 Euro auf dem Konto, so wie wir, dann würde er auch einen DAX-Kontrakt handeln. Also wir gehen 1 CFD DAX Long. Auf dem Kundenkonto geschieht das Gleiche. Nach einer Sekunde, nach einer halben Sekunde wird das schon kopiert. Kunde 2 zum Beispiel hat 10.000 Euro auf dem Konto. Bei ihm würden dann 2 Kontrakte gehandelt werden. Weil das Verhältnis, er hat das Doppelte auf dem Konto, also handelt er auch das Doppelte an Volumen. Das heißt, dass diese Standardeinstellung, die wir kennen, dass wir das Volumen in Lots angeben, haben wir hier nicht mehr. Oder die haben wir hier ausgebaut, weil es keinen Sinn machen würde. Ja, stellen Sie sich vor, Sie würden sagen, die Robosignale von IvoCamp möchte ich mit 2 Lots handeln. Dann hätten Sie wieder das eine dominante System im Portfolio. Und deswegen sagen wir, wir stellen das Ganze mit dem Multiplikator ein. Referenzkonto, 5.000. Kunde 1, 5.000. Er sagt, kopiere mir die Signale bitte mit Multiplikator 1. Also hier ein Lot, er ein Lot. Hier wiederum liegen die 10.000 Euro auf dem Konto und er sagt, ich möchte das gleiche Verhältnis wie IvoCamp haben, dann würde er sagen, bitte zweifach handeln. So, und hier hat jeder selbst die Entscheidung, und das kann jeder für sich einstellen, ob er das Verhältnis beibehält. Also wir gehen einfach mal auf die Seite bei uns. Wir haben hier nicht nur die Gewinne, sondern auch die Verluste da. Die Robosignale gibt es zum Beispiel seit 2018. Und von 2018 bis heute, also bis Ende Quartal 2, Zahlen werden immer quartalsweise aktualisiert, haben wir insgesamt 152% erreicht. So, ja, wir verstecken das nicht. Das aktuelle Jahr zum Beispiel ist 8% hinten, gehört dazu. Wir verschrecken damit wahrscheinlich den einen oder anderen, der nur Gewinne gewöhnt ist, aber das ist nicht unser Ziel, das ist nicht unser Motto, nur von Gewinn zu reden. So, wir würden also hier auf die Performance gucken und sagen, gut, ich möchte jetzt mit einem 20.000 Euro Konto handeln. Das heißt, wir zeichnen mal hier Kunden 3 ein. Das ist der Kunde 3. 20.000 Euro. Theoretisch, wenn er das Verhältnis beibehalten möchte, würde er eine 4 eintragen. Er hat das Vierfache an Kapital, also kann er auch das Vierfache an Volumen handeln. Passt von der Margin, passt vom Drawdown, kein Problem. Aber er kann auch einfach sagen, ich möchte, das ist mir noch ein bisschen zu große Zahlen, ich möchte die Hälfte haben. Also ich möchte hier 2018 oder nehmen wir einfach 2020 nicht die 108% haben, sondern ich möchte 54 haben. Ich möchte hier 2019 nicht die 16% haben, sondern 8%. Also einfach die Hälfte von der ganzen Performance, sprich dieses Jahr ist er dann nicht 8% hinten, sondern 4%. Was macht er? Er würde dann hier einfach eine 2 eintragen. Das heißt, er handelt nur die Hälfte von dem Volumen. Er hat zwar das Vierfache an Kapital, David, aber... du warst jetzt gerade ein bisschen abgehackt. Also ein bisschen. Okay, jetzt bin ich wieder da? Jetzt bist du wieder da. Ja. Super. Genau, das heißt, der eine Kunde, der 20.000 Euro auf dem Konto hat, aber nicht das gleiche Verhältnis, wie wir handeln möchten, der kann frei entscheiden, welchen Multiplikator er einstellt. Er kann also einfach sagen, er möchte
die Robosignale so handeln, als ob er 10.000 Euro auf dem Konto hätte. Damit halbieren sich die gesamten Zahlen natürlich. Aber wer auf Risiko steht, kann hier natürlich auch eine 10 eintragen. Also das muss er dann für sich wissen, ob das vom Volumen her noch passt. Wenn er von mir aus als professioneller Kunde eingestuft ist und den großen Hebel von 400 hat, dann kann er hier auch eine 5, eine 10 oder 20 eintragen. Das muss er selbst wissen. Aber so bestimmen wir zum Beispiel das Volumen. Wir haben uns getrennt von der klassischen Variante, wo wir sagen, Volumeneingabe gleich Lotzahl oder Kontraktzahl. Denn wir hätten damit halt wieder das dominante System. Und damit ist das alles, was wir heute besprochen haben, eigentlich völlig Quatsch, das brauchen wir nicht mehr. So, ich glaube, das klingt relativ kompliziert. Mit Volumen, Multiplikator, mehrere Handelssysteme. Gehen wir mal wirklich die Praxis durch. Was wäre der Ablauf, wenn wir sagen, Robosignale ist was Interessantes. Ich möchte als Kunde von FXBet das einfach mal testen. Wie sieht das aus? Viel einfacher, als wir besprochen haben. Also die ganzen Schritte, die wir gegangen sind, mit der Volumenberechnung, mit der Berücksichtigung vom dominanten System und der Korrelation, das wird ja alles von uns abgenommen. Darum müssen Sie sich nicht kümmern. So, Sie entscheiden sich einfach für ein Paket. Sagen Sie, Sie möchten das Ganze startlang oder über Mittel buchen. Überall kommen die gleichen Signale raus. Der Preis richtet sich einfach nach der Laufzeit. Das heißt, je länger Sie dabei sind, desto günstiger sind die monatlichen Gebühren. Was Sie bei allen Paketen mit dabei haben, ist der Server. Das heißt, Sie würden jetzt sich hier für ein Paket entscheiden. Was ist dann der Ablauf? Was ist dann der ganz konkrete Ablauf, wie es bei Ihnen laufen würde? Sie haben Ihr Konto bei FXBet. Wenn nicht, dann würden Sie ein neues Konto eröffnen, ein Live-Konto. Und dort müssten Sie dann mindestens 5.000 Euro einzahlen. Wieso 5.000 Euro? Das wird einfach benötigt, um die ganzen Systeme zu handeln. Wir hatten es ja besprochen, 4, 5 Systeme, die aktiv sind, die auch Parallelpositionen aufhaben, die brauchen Geld, die brauchen Margin, wir haben Verlustphasen, die müssen überstanden werden und wir wollen ja auch nicht am Limit kratzen mit dem Kontostand, sondern wir wollen auch entspannt durch die Kurven oder über die Wellen kommen, sage ich mal. Deswegen müssen wir mindestens 5.000 Euro raufpacken. Wenn Sie sagen, na gut, ich könnte 6.000 Euro raufpacken, würde vom Volumen her nichts bringen. Also Sie können quasi in 5.000 Euro Schritten denken, entweder packen Sie 10, 15, 20, 25 rauf, weil wir das Volumen ja nur in 5.000 Schritten quasi anpassen können. Was ist dann der nächste Schritt? Sie würden dann von uns den Trading-Server bekommen. Der ist mit enthalten, der kostet nichts extra. Und da ist bereits der MetaTrader von FXBet schon vorinstalliert. Da sind die Robosignale installiert, da sind die Einstellungen vorgenommen. Das heißt, Sie müssen dann nur noch Ihr Konto einloggen, die Robosignale aktivieren und dann eintragen, welchen Multiplikator Sie handeln möchten. So, also, wenn ich jetzt 5.000 Euro drauf habe, sage ich Multiplikator 1. Dann würde ich das einfache Volumen handeln. Klicke auf Start. Wir kennen es ja im MetaTrader. Oben klicken wir auf Export Advisor, damit der Handel losgeht. Und dann war es auch schon. Das war es im Grunde genommen. Sie können die Verbindung zum Server schließen und ab sofort wird das Ganze automatisch kopiert. Das heißt, wir haben hier unser Referenzkonto, hier ist Ihr Konto und die Trades werden nach und nach rüber kopiert. Da gibt es auch keine große Anfälligkeit. Also die Robosignale gibt es inzwischen schon ca. 3 Jahre. Das heißt, wir haben hier nicht die typischen Probleme, die wir vielleicht oft in anderen Copy-Diensten oder in Signaldiensten, gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür haben. Das sind viele Prüfsysteme noch mit eingebaut oder Prüffunktionen, besser gesagt. Nehmen wir einfach mal den Fall an. Wir gehen einen Trade ein. Und Sie haben gerade den MetaTrader neu gestartet, weil Sie aus Versehen was geschlossen haben, Sie haben Ihr Passwort geändert. Es gibt so viele Fälle, wo man einfach mal aus Versehen den MetaTrader schließt. Dann würden Sie den MetaTrader wieder starten und die Kopiersoftware, also die Software, die Signale von unserem Referenzkonto auf Ihr Konto kopiert, die prüft auch zu jeder Sekunde oder zweimal die Sekunde besser gesagt, ob Abweichungen da sind. Das heißt, wenn das System dann merkt, Moment mal, wir haben hier einen DAX-Kontrakt und Sie haben null DAX-Kontrakte, dann zeigt es diese Abweichung an.
Gegebenenfalls eröffnet das System die Position auch automatisch. Also nehmen wir an, wir gehen genau jetzt die DAX-Position ein und Sie starten Ihren MetaTrader eine Sekunde danach. Und wenn der Markt noch nicht weggelaufen ist, das heißt, wir gehen den DAX long und wenn der DAX nicht schon 50 Punkte gestiegen ist, dann geht das System nicht automatisch bei Ihnen noch nachträglich rein, sondern er zeigt Ihnen an, Achtung, es besteht eine Position, die Sie nicht in Ihrem Konto haben. Also das ist auch rein visuell. Wir haben da wir müssen da keine Logfiles oder so lesen. Und Sie können einfach sagen, okay, Pech gehabt, gehe ich halt nicht mehr rein. Oder Sie sagen, ich will da unbedingt rein, ich springe jetzt noch rein. Dann klicken Sie einfach auf einen Button, da wird dann der MetaTrader angezeigt, heißt synchronisieren. Und dann wird Ihr Konto mit unserem Konto wieder synchronisiert. Anders ist, wenn der DAX noch nicht weggesprungen ist und Sie quasi noch in dem Moment sind, wo wir die Position eingegangen sind, sprich, Sie würden nicht schlechter in den Markt kommen und die Zeit ist noch nicht so lange her, dann würde er die Position auch automatisch noch nachträglich eröffnen. Das heißt, dieses Problem, was wir manchmal oft haben, was mich auch damals gestört hat bei Signaldiensten, ist, der Signalgeber, der hat ja hier ganz andere Trades, die habe ich gar nicht und deswegen ist der viel besser als ich. Ich bin negativ, er ist positiv in der Performance. Diese Problematik gibt es hier nicht mehr. Und ich kann Ihnen auch sagen, der Fall, dass überhaupt Abweichungen vorkommen, ist extrem, extrem selten. Er kommt quasi fast gar nicht mehr vor. Wirklich die einzigen Fälle, wo es mal vorkommt, ist, dass zum Beispiel einfach der MetaTrader so lange schon läuft, dass ein Update verfügbar ist und MetaQuotes einfach diese alte Version von MetaTrader nicht mehr unterstützt und man das neu starten muss. Das sind so die einzigen Fälle. Oder mit sehr, 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 sehr viel Pech starten wir genau in dem Moment den MetaTrader neu. Kommt vor, ist alles in Ordnung. Die Performance wird jetzt nicht so stark abweichen, nur weil wir mal einen Trade nicht mitgenommen haben. Mittelfristig oder langfristig gleicht sich das natürlich immer aus. Mal haben wir Pech, mal haben wir Glück. Aber diese unangenehme Situation, dass wir da irgendwie manuell was nachtragen müssen, Stop-Loss nachtragen und so weiter, das haben wir alles nicht. Das geschieht ja alles komplett automatisch. Also ich muss sagen, da ich die Signale auch selbst noch auf privaten Konten kopiere, es ist einfach angenehm. Man erfüllt das Ziel, was wir eigentlich damit haben. Automatischer Börsenhandel, Zeitersparnis, weniger Stress, nicht ständig die Märkte checken. Das ist hiermit auf jeden Fall erfüllt. Also wer quasi die Abkürzung zu dem Ganzen haben möchte und das Portfolio, sagen wir schon vorgekaut haben möchte, kann sich gerne bei uns auf iocamp.de hier oben auf Produkte gehen, sich da die Robosignale ansehen und dann, wenn es für ihn passt, einfach für Expert buchen und dann geht es so ab, wie wir es gerade erzählt haben, relativ zügig und zackig, um das Ganze automatisch zu kopieren. Sehr schön. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch gute 7 Minuten Zeit für Fragen. Wenn noch Fragen da sind, gerne rein. In die Fragebox. Ich gehe gleich alle nochmal durch. Ansonsten, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, für die jetzt zum Beispiel nicht live dabei sind, sondern sich irgendwann die Aufzeichnung ansehen, wenn noch Fragen da sind, immer gerne je nach Frage einfach bei FXpert melden oder bei uns bei iocamp melden und dann gibt es auch noch die Antworten für alle, die heute nicht mit dabei sind. So, ich schaue mal kurz in die erste Frage. Die neue quartalsmäßige Darstellung der Ergebnisse ist kundenunfreundlich. Bei der alten monatlichen Aufzeichnung kann man eigenes Tun besser kontrollieren, ob man selber Mist gebaut hat. 3 Monate nicht draufschauen und nicht eingreifen erfordert eine sehr hohe Disziplin. Man verliert den Überblick. Ja, das stimmt. Ja. Da haben Sie auf jeden Fall recht. Es ist schon eine hohe Kunst, die richtige Mitte zu finden. Welche Darstellung und in welcher Form? Also wir haben es früher ja zum Beispiel gemacht. Wo ist die Maus hier? Wir haben es früher ähnlich gemacht wie bei den einzelnen Systemen, dass wir gesagt haben, wir stellen monatlich die Zahlen dar. Haben es damals auch in absoluten Eurobeträgen gemacht. Und da haben wir zum Beispiel gemerkt, dass es für viele dann doch schwierig ist, das Ganze auf das eigene Konto hochzurechnen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben jetzt dann ja im Januar 13 Euro gemacht mit einem Volumen von 0,1 Lot, dass man das dann hochrechnet auf sein Konto und sein Kontostand und sein Volumen, war für viele nicht einfach, gerade für Neulinge in dem Bereich. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel hier umgestellt auf die prozentuale Darstellung. Und die Besonderheit
bei den Robosignalen war auch noch die Umstellung auf die Quartalsabrechnung. Welchen Sinn und Zweck hat das eigentlich? Wir wollten so ein bisschen die Trader abschrecken, ohne es böse zu meinen, die auf kurzfristige Sachen unterwegs sind. Also quartalsweise, die Robosignale, das ist nichts, wo wir übermorgen reich werden und übermorgen das Geld da ist. Auch nicht, wo wir wochenweise raufschauen, sondern wo wir eher sagen würden, wir sollten da quartalsweise raufschauen. Ob es jetzt so bleibt, ob das die gute oder schlechte Variante ist, wissen wir selbst noch nicht. Deswegen ist es sehr schön, wenn Sie uns einfach ganz direkt und offen sagen, wie Sie das finden. Die Meinung ist da geteilt, welche Ansicht die bessere ist. Gibt Vor- und Nachteile, aber ich nehme Ihren Kommentar auf jeden Fall liebend gerne mit. Und wir werden irgendwann mal schauen, wie wir das Ganze umgestalten, damit es noch besser ist, für jeden besser ist, damit dann möglichst alle glücklich werden. So. Also, wenn noch Fragen da sind, gerne her. Ansonsten nutze ich die Sekunden auch noch gerne, um auf die schöne Seite von FX mal zu gehen. Ich hatte gesagt, wir sind ja monatlich dabei mit unseren Webinaren. Ich glaube nur im Dezember nicht, weil wir da alle wahrscheinlich im Weihnachtsstress sind oder hoffentlich auf den Weihnachtsmärkten unterwegs sind. Wir haben zum Beispiel im nächsten Monat am 27. und 9. sind wir wieder dabei mit dem Risikomanager. Da schauen wir uns zum Beispiel mal gemeinsam an, wie Sie als Expertkunde sich einen kleinen Aufpasser, einen digitalen Aufpasser an die Seite stellen, damit Ihnen das nicht nochmal passiert, was Ihnen wahrscheinlich schon mal passiert ist und Sie still und heimlich Ihr Konto gegen die Wand fahren, vernichten und hohe Risiken fahren. Das wird das Thema im nächsten Webinar sein. Ansonsten für alle empfehle ich immer den YouTube-Kanal von FXBird oder einfach bei YouTube angeben, FXBird AlgoCamp, dann finden Sie da wahrscheinlich schon mehrere Staffeln von unseren Webinaren, also inzwischen schon eine große Sammlung zusammengekommen. Also für alle, die sich für das Thema automatische Handelssysteme interessieren, ich glaube, wir haben da fast jede Ecke oder jeden Bereich schon abgefrühstückt, vom Backtesten, von eigener Strategie entwickeln, vom Betrieb, vom wie finde ich ein gutes System, was ja heute auch interessant ist, wenn wir ein Portfolio zusammenbauen. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Und wir haben keine weiteren Fragen. Ich würde sagen, wir sind dann heute durch, oder? Also tatsächlich nochmal als Ergänzung, wir haben eine Playlist für AlgoCamp bei YouTube. Also einfach auf unseren YouTube-Kanal gehen, dann unter Playlists und dann gibt es AlgoCamp bei FX Flat und da Perfekt. Sind alle Videos drin. Ja. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Zeit auf jeden Fall. Hat mir wieder Spaß gemacht, dass so viele heute dabei waren. Auch an dich vielen Dank für die tolle Anmoderation und dass du mit dabei warst und hoffentlich auch noch ein bisschen was mitgenommen hast. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Ja, dann sage ich danke an alle und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und hoffe mir, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen oder hören, besser gesagt. In diesem Sinne, ciao. Danke dir, David. Auch von meiner Seite vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie bis zum Ende noch dabei gewesen sind. Ich wünsche den Teilnehmern und natürlich dir, David, auch einen schönen Abend. Und wie immer, passen Sie auf Ihre Positionen auf und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao zusammen. Danke, ciao.